dicker. Jetzt machen wir uns um den Weg zu TMC Ferries. Hier ist es. Hier. Und ja, Mama hat gerade gefragt, ob es da ist. Mama, das ist da. So, gut. So, wir waren jetzt da drin, haben das alles geklärt. Und leider geht das heute nicht mehr. Leider geht das Mittwoch nicht mehr. Und das geht erst Freitag. Das ist natürlich auch wieder blöd, weil da kommen wir irgendwie auf dem Wochenende da an. Ja, so. Naja, gut, geht nicht anders. Jedenfalls also müssen wir Freitag 13 Uhr im Hafen sein. Und um 17 Uhr fährt die Fähre. Das ist natürlich auch irgendwie 4 Stunden da rumeiern in dem ollen Hafen. Naja, können wir schon irgendwie backen. So, jedenfalls, Papa hat chronische Vergesslichkeit angeblich. Ob du das alles richtig dir gemerkt hast. Genau. So, jedenfalls 13 Uhr. Deswegen nehme ich übrigens auch gerade auf, damit warten wir nicht vergessen. So, Sammy, lass mal das dreckige Auto los. Genau. Sammy, genau, er sieht ja noch clean aus. So, gut, da müssen wir uns mal überlegen, was wir jetzt machen die ganze Woche. Ja, natürlich fahren wir wieder irgendwo zum Strand, aber mal gucken. Ja, aber nicht wieder zu demselben. Wir sind unheimlich. Wir überlegen, was wir heute machen. So, und wir sind jetzt nochmal zum Strand von Tecolote gefahren. Das ist nicht weit weg von der Fähre und das ist da, wo das große Vanlife-Treffen gewesen ist. Und wir sind jetzt da sozusagen nochmal eine Bucht weitergefahren, weil nämlich bei der anderen Bucht immer noch ziemlich viele rumgestanden haben. Lani! So, die Madame geht jetzt schnorcheln. So, da kommt Madame vom Schnorcheln zurück. Ja, jetzt muss sie sich mal da eine freie Passage suchen, weil nämlich eine Bekannte von uns, die wurde ja von Steinfisch gestochen und war ja ganz schön doll. Und ich habe ja vorgestern beim Schnorcheln auch einen Steinfisch gesehen, auch relativ dicht am Land und auch da, naja, halt nicht. Also schon, also man hat ihn da gesehen, also nicht gesehen besser gesagt, sondern man musste schon richtig genau hingucken und so weiter. Das ist schon, da will man nicht drauf treten. Da hätte man den auch nicht erwartet an der Stelle, zumindest ich nicht. So, da ist er. Und hast du was gefangen? Was? Hast du was gefangen? Was? Du was gefangen hast, ja. Nicht? Naja, nee, aber Krebse doch oder irgendwie sowas. Krebse. Huch, warte mal. Jetzt bin ich nicht fokussiert. Und war schön. Sehr schön.
Da ist hier aufgepumpt. Nicht, ein 2, 1er, 2er, keine Ahnung. Ja, ich gehe dann jetzt mal. Ich muss schon so nehmen. Ach, mit Ihnen mal, ja. Aber in meiner Größe. Ja, Madame hat meinen an, deswegen ist der ein bisschen, bisschen groß. Wobei von hinten sieht schon sexy aus. Also das Wasser ist jedenfalls hier noch nicht so warm, dass man das irgendwie viel länger ohne aushält. Ja. Na gut. So, da fährt übrigens die Fähre, mit der wir dann Freitag fahren. Also übermorgen. So, wir können jetzt mit der Lani spazieren. Weil hier ist nämlich immer alles unter Wasser. Nachmittags. Echt komisch, weil da hinten, wo wir stehen, sieht das ja nicht so grob aus, wie das Quartier ist. Also wie hoch das hier ist. Vielleicht kann man ja jetzt ein Kreuz da hinten sehen. Hinten stand ja ein Kreuz im Wasser. Ja, jetzt steht das schön draußen. Sieht ja cool aus. Da gehen wir jetzt. Ja, letztes Mal. Oh Gott. Wollte man das ja bloß. Das ja bloß so sehen. Hier wollten wir ja hier stehen. Man nämlich hier den Strand, bis auf natürlich hier vorne die Steine, aber man hier ein bisschen mehr weiße ohne Steine hat, den Strand, den also im Wasser dann später nachmittags, wenn das Wasser wieder ein bisschen zurück ist, einen halben Meter höher ist. Deswegen wollten wir eigentlich hier stehen, aber vorne kann man ja nur gleich mal zeigen. Es ist leider so ein riesen Loch in der Fahrbahn. Das wollte ich dann doch nicht. Da steht jetzt da unten hinterm Busch. Da ist er. Ach, Mann, ey. Natürlich. Auch die Wüste nicht für einen langhaarigen Hund. Jetzt geht es so unten lang. Ach,
die Eier da jetzt nicht drin. So, das ist jedenfalls das Loch hier, von dem ich sprach. Das sieht nicht wirklich groß aus. Aber... wie man sieht, ist mächtig schräg. Die kleinen Pickups hier, die können natürlich hier irgendwie schön außen lang bügeln. Aber mit unserem haben wir halt schon hier drin gestanden und das ist alles ganz weicher Sand hier. Wenn wir dann hier... Wir haben halt definitiv mit den Hinterrädern so weit rüber gekommen. Und wenn wir da in dem Loch gesteckt hätten, dann ja, wäre blöd gewesen. Und wie gesagt, das ist hier ein guter halber, dreiviertel Meter Kante runter. Und ja, hier hätte man auch irgendwie wahrscheinlich noch rum können. Kann man ein bisschen gerade auslenken, aber das war alles nicht. Also der stand hier erst dann hier schon an der Stelle so schräg. Man kann das hier irgendwie, das sieht hier nicht so aus, aber der hat schon so schräg gestanden. Sieht man ja noch unsere Spuren. Dass ich quasi von unten aufs Dach fassen konnte. So, gut. Wir wollen jetzt mal gucken, wie klein Jabulani ist, weil eigentlich heißt das ja Afghan niemals freilassen. Also, afghanische Windhunde niemals freilassen. So, naja. Hier sind wir jetzt dann rückwärts wieder zurück. Jetzt mit der Radern umgedreht. Die müssen gebrochen sein. Im besten Fall, im schlechtesten Fall ist sie wieder umgedreht. Zum Kreuzelhof. Da ist ein Felsen, ne? Ich gehe um eine Tarnfarbe. Die passt gut hierher. Nicht schon allerdings Glück. Nicht schon allerlei da. So, da ist die Jabulani. Guck mal, was da alles mit hat. Gestrüpp. Ha? Fein gemacht, meine kleine, feine Maus. Ha? Ganz fein. So, heute ist mal wieder Techniktag. Muss mal unsere Nippel da unten mal abschmieren und mal gucken, ob hier in den ganzen Getrieben hier noch genug Öl drin ist und so weiter. Mach ich mal hier die ganzen Schmiernippel erstmal von den Gestängen hier fülle. Sind das ja blöderweise nicht hier bei dem Gerät. Blöderweise oder auch nicht blöderweise, je nachdem. Jedenfalls viele sind näher dran. Gut. Und die Kinder sind auch vom Surfen zurück, inklusive Mutter. Surfen. Vom Schnorcheln. Schnorcheln kommen sie zurück. Da hinten ist nämlich ein schöner Riff. Das also alles, was dunkel ist. Beziehungsweise alles, was dunkel ist, ist Stein halt. Aber da sind halt, schwimmen halt ein bisschen die Fischis lang. Und ab und zu kann man mal einen schönen Fisch sehen. Jetzt haben wir ein paar so eine Igelfische gesehen, die hier überall am Strand tot rumliegen, wo man aufpassen muss, dass man nicht rufflatscht. Und so eine ganz langen, wie so eine langen Stöckerfische. So einen Meter lang, aber total dünne. Lang, ganz schmal. Alle Ecke war schöner, da waren die Fische. Ja, fand ich auch. Aber vielleicht ist er mal vorlaufen. Ja, aber... Vielleicht kann man ja da hinten irgendwie besser rinnen oder in die Richtung laufen. Ja, das ist ja auch kalt. So, ich gehe jetzt hier nochmal das letzte Mal mit der Lani spazieren. Das ist Donnerstag. Wir fahren jetzt quasi nochmal ihren Strand wieder weiter nach vorne, nach Pichilinge, zur Fähre, weil von da aus braucht man dann echt bloß noch irgendwie 500 Meter fahren bis zum Eingang. Und jetzt hoffe ich, dass der Wind gleich ein bisschen weniger wird, weil wir kriegen das Dach gerade nicht abgebaut. Weil der Wind so stark ist, dass er so am Auto rüttelt. Ja, und dann geht es jedenfalls los. Also, Daumen drücken.
So, also. Wir verlassen jetzt diesen wunderschönen Ort. Oh, so, das waren die Steine. Wo er drauf stand. Wir verlassen jetzt diesen wunderschönen Ort hier. Noch mal kurz gucken. Und fahren jetzt hier wieder steil den Berg hoch. Dolle Verwehung jemand. So, und jetzt weiß ich auch schon ja nicht mehr, wo wir hergekommen sind. Aber wir probieren es einfach mal. Mehr als festfahren können wir uns ja nicht. Ah, Schräglage. Schrank ist zu. So, jetzt wird es noch mal schräg. Der bläst unseren eigenen Staub ins Auto. So. Puh. Boah, ist wie Mehl auf die Zähne. So, und? Sprung. So, das ist alles Stein hier. Ich frage mich allerdings doch immer mal wieder, wie die hier mit ihren Straßenautos durchkommen. Das ist einfach. Der Staub. Naja, naja. Also dass die Vanlifer alle sagen, man findet überall auf der Bacher, wo man schöne Strände hat, da ist immer alles voll. Voller Vans. Das ist natürlich klar. So wie da drüben. Liegt aber auch daran, dass sie mit ihren Vans halt nicht weiterfahren können als wir. Stimmt's?
Weil bei uns waren nämlich Menschen leer, bis halt auf der eine da gestern, der da gekommen ist mit seinem 4x4 Sprinter. Aber der hat sich allerdings auch getraut, dahin zu fahren. Und die, da sind sicherlich welche bei mit ihren Vans, die würden das auch locker schaffen, aber naja, wenn sie halt nicht trauen. Oder einfach nicht wollen, kann natürlich auch sein. Oh, dieser Staub, wa? Alter. Naja, wir haben gerade so das Dach runtergekriegt, zum Glück. Bei dem Wind. Ist immer so eine Sache. Fahren wir denn durchs Loch oder was? Na, durchs Sandloch. Klar, war wie auf dem Hinweg. Vollgas und durch. So, Achtung, jetzt wird es aber hier nochmal. Festivalgelände. Eine schöne Tag. Jetzt ist wahrscheinlich noch voll. Na, jetzt soll hier immer so voll sein. Ja, echt? Mhm. Der Bus ist geil. Der Bus ist cool, ja. Da waren wir ja drin. Sandbank. Da ist man doch was durchschaffen. Dicker. Ach, der ist ja geil hier, wa? Der gefällt mir. Das ist genau das kleine Offroad-Auto, was man braucht. Nein. So, gut, hier kommen jetzt noch ein paar tiefe Stellen. Da hinten ist noch ein Deutscher. Sammy meint den Bus mit der Hauseingangstür. Die Schulbusse, die hier rumstanden, die hatten nämlich alle so richtig Hauseingangstüren, statt diese komischen Klapptüren da. Ja, Kopfschneidenpflaster. Ich frage mich, ob das... Doch, das ist bestimmt von Natur aus so. Klar. Wer macht denn sowas sonst? Nach La Ventana. Hey, ach, Pass. La Paz. Willst du mal zu deinem Freund? Ja? Nee. Nee, schaffen wir nicht mehr. Nee, leider nicht. So, hier haben wir nochmal Pitschilinga angehalten. Hier kommt aber eine Menge Wasser runter. Ja, haben wir letztes Mal nicht so gesehen. Weil da hinten ist ja die Fähre. Da fahren wir nachher 13 Uhr hin und dann geht das erstmal 13 Stunden mit der Fähre rüber aufs Festland und dann fängt das nächste Abenteuer an. So, Mensch. So viel Wasser haben wir hier aber noch nicht drin gesehen. So, jetzt fahren wir hier los in Pitschilinga. Also quasi La Paz und fahren jetzt zur Fähre rüber, die ist hier bloß 5 Minuten weg und ja, dann hoffen wir, dass das alles funktioniert und vor allen Dingen auch nicht so teuer wird, weil
ganz schön teuer ist. Eigentlich für die Zeit, die wir jetzt hier gewartet haben und so weiter, hätten wir auch drum rumfahren können. Aber naja. Naja. Also hätte ich vorher geguckt, wie lange wir fahren. Irgendwie dachte ich, was gehört von 8 Stunden oder so. Aber die fährt irgendwie 13 Stunden und wir müssen ja schon irgendwie 4 Stunden vorher da sein und so weiter. Und damit runterfahren und alle. Also es soll wohl 17 Stunden insgesamt alle dauern. Und 17 Stunden wäre ich hier rumgefahren. Die 3000 Kilometer. Naja, wahrscheinlich nicht, aber. Die stehen anscheinend alle an hier. Wissen wir ja nicht, wo wir müssen jetzt da rin, wa? Ja, hier müssen wir jedenfalls drin, also hier unter diesem Dach hier vorne. Alter. Müssen wir irgendwie. Keine Ahnung. Ich fahr einfach. Jetzt so die Wohnmobile hier in die Spur. Ich weiß ja nicht, ob wir das jetzt hätten dürfen. Ich glaube, die anderen warten auch alle. Warte mal, wir fahren mal ein Stück. Warte mal, der fährt jetzt so. Was steht denn da oben? Ah, der mit seinem großen Wohnmobil ist ja da auch drin in die Spur. Keine Ahnung, wohin müssen wir. Wir fahren einfach mal dem anderen Wohnmobil hinterher. Die Spannung steigt. So, also da vorne steht ja noch das andere Wohnmobil. Da gucken wir jetzt uns einfach mal ab. Auf jeden Fall ist die Frau Police Officer da auch hinten drin bei ihm. Also ich denke mal, die werden ja noch gucken. Ich hoffe, dass man hier irgendwie die Lebensmittel mitnehmen kann und so weiter. Nicht, dass die jetzt hier auch nochmal alle kontrollieren. Das einzige Gute auf der Fähre hier eben ist, dass wir hier im Auto drin bleiben können und nicht noch extra ein Zimmer buchen müssen. Also eine Kabine. Ja, das ist das einzige Positive. Ach Mann. Ja, da kommt sie hin. So, jetzt kommt der, Kamera läuft noch, was? Hola. Hola. Permiso, banquercito. Guck mich nicht an, ich kann nicht sparen. Speak English? Yeah, the TIP for the truck. Okay. That one and your passport. Dein Passport? Ja, vielleicht sollten wir draufschreiben. Was hat das von dentro, oder? So, er hat die Papiere jetzt unsere mitgenommen. So, jetzt muss er wahrscheinlich erstmal kontrollieren, ob das alles stimmt. So, hier musst du sagen, wie weit? Und stopp. Jetzt steckst du aus. Gehst dahin. Steck aus, hier hinten, da hinten hoch. Ja.
der Ware, jetzt wissen wir gleich mehr. Und vor allen Dingen auch, wie lang er ist. Bleibt ihr denn hier? Ich bleib bitte sitzen, ja. So, also hier haben wir gerade auf der Waage gestanden. Und jetzt gehen wir mal da hinten schnell in das Büro, um da zu bezahlen. Hoffentlich rauszukriegen, was wir bezahlen müssen. Okay. So viel versteht kein Wort von dem, was ihr sagt. Aber wir versuchen es irgendwie durchzukriegen. So Mensch, also irgendwie haben wir jetzt statt 15.000 noch irgendwas Pesos nur 7.200 insgesamt bezahlt. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt nur die Hälfte von dem bezahlt. Also weniger als die Hälfte. Viel weniger als die Hälfte von dem, was wir eigentlich dachten. Was wir jetzt hier jetzt allerdings machen müssen, habe ich auch nicht so richtig begriffen. Wir müssen auf jeden Fall auf dieses blaue Schiff. Ab um 3 können wir da irgendwie drauf fahren. Aber nur ich alleine. Und die anderen, die müssen irgendwie rauflaufen oder irgendwie so, keine Ahnung. Also das habe ich alles jetzt noch gar nicht so richtig verstanden. Deswegen, also hier neben uns steht unter so ein Camper. Guck einfach, was die machen. Ansonsten verfolge ich hier einfach mal die LKWs, was die hier so machen. Okay, also hier muss man jetzt rückwärts hochfahren, da bin ich mal gespannt. Geil. Rückwärts den Berg hoch da hinten. Rückwärts hoch und dann noch leicht Kurve. Und jetzt kommt er hier gleich. Mit seinem Doppel. Ich warte mal lieber hier noch. Ah, nicht, dass sie uns unten drin schicken. So, da kommt die Familie. Wieder. Okay, die müssen. Hier anscheinend, die warten ja hier auch alle draußen. Gucken wir einfach mal. Irgendwie sollte ich hier, aber. Geht mit dem Seil hier nicht. Nee, glaube nicht. Also ich würde einfach mich an die halten da. Wir gucken einfach mal. Mal gucken, was er jetzt hier sagt. Naja, die hier in Mexiko bestimmt nicht. Ich habe gefragt, er hat gesagt, vorwärts. Naja, hier können wir ja drehen.
hier drehen, der wird uns ja... Ah, okay, ja, ja. So, gut, wir dürften vorwärts hochfahren, warum auch immer, keine Ahnung. Na, vielleicht sind sie auch so einfach rückwärts hochgefahren, weil die anderen das auch gemacht haben. So, jetzt stehen wir jedenfalls dicht an dicht. Ja, ich nicht. Und mal gucken, was sie jetzt hier machen mit uns. Ob wir hier noch angeschnallt werden. Sieht fast so aus. Und ja. So, wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal da mal hoch. Damit wir hier das auslaufen und so ein bisschen auch noch filmen können. Und ja, Sammy geht heute früh ins Bett. Ja. Und ja, war Colin, bist du aufgeregt? Ja. Ja, okay. Kupi, bist du aufgeregt? Nö, war es wie immer. So, meinst du, dass das der Weg nach oben ist? Ich hoffe. So, da stehen wir. Das, naja, ich hoffe, dass das der richtige Weg nach oben ist. Ach so, Passagierus. Wird das wohl heißen, wa? Der komme! Außerdem bin ich noch ja nicht so alt. Ja, muss erst mal gucken, wo ihr seid. Ja, war die Kleen. Die rasen. Naja, die wollen jetzt los langsam alle hier. Die holen den Rest jetzt hier noch schnell rauf. Und. Jetzt kommen die letzten. Cool, Mercedes Supertruck. Und wie es morgen früh weitergeht und wer alle gekotzt hat und wer nicht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. So, also. Oh, Alter! Ich versuche mal irgendwie die Kamera so mitzuführen. Huhu! Wer hätte euch andersrum hinlegen sollen? Da rollt dann immer von links nach rechts. Also in der Kaffeetasse. Ja, jetzt ist der Schaum drauf, aber. Man kann es doch schon deutlich sehen, jetzt. Naja, man sieht das deutlich, wenn man davor steht. Nee, das ist nur der Wind. Oh, bitte nicht. Festhalten. Juhu! Naja, gut, ich werde der Erste sein, der kotzt. So. Da ist jedenfalls unsere Kotzschüssel. Wenn ihr aufsteht. Naja, die Lani ist gewohnt. Die liegt ja eh die ganze Zeit hinten und schläft und guckt mir aufs Fenster. Thank you.
So, aus, basta und vorbei. Finn, adios und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, den Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Die Klammer.